So, hallo ihr Lieben. Hier bin ich. Ja, mit dem letzten Video zur Let Go Challenge. Und zwar bin ich jetzt, glaube ich, live. Hoffe, ihr seid alle gut gerutscht. Und wenn du das hier als Aufzeichnung anschaust, irgendwann mal später, heute ist der 1. Januar 2022 und jeden Tag kannst du dich fühlen, als sei es der 1. Januar. Jeden Tag kannst du dich so fühlen, als sei ein neues Leben begonnen, hat ein neues Leben begonnen. Jeden Tag bist du die Auserwählte, der Auserwählte, der entscheidet, wie sein Leben ist, wie sein Universum ist, wie die Dinge interpretiert werden. Ich habe heute Morgen eine E-Mail losgeschickt, das ging ewig nicht raus, erst kurz heute Nachmittag. Einige haben es schon gesehen. Happy You Year 2022. Du bist das Universum. Du bist das Jahr 2022. Du bist dieses Jahr. Du bist dieser Moment. Du bist der nächste Moment. Du bist jeder Moment. Und wir sind hier, um rauszufinden, wie das ist, wenn wir, wenn unser wirkliches Ich, unser Divine Ich, unser Divine Design, dieses göttliche Ich das Ruder übernimmt. Wie sieht dieses Jahr für dich aus, wenn du wirklich du bist? Wenn du dir erlaubst, du selbst zu sein, wenn du dir erlaubst, das wirklich einfach zu wollen, was du wirklich willst, wenn du dir erlaubst, so gesund zu sein, wie du möchtest, wenn du dir erlaubst, so schön zu sein, wie du möchtest, wenn du dir erlaubst, so beliebt zu sein, wie du möchtest, wenn du dir erlaubst, so unterstützt zu sein, wie du möchtest, ja, wie ist es dann? Wie ist es dann? Wie ist dann dein Leben? Wie gehst du durchs Leben? Wie fühlst du dich in deinem Leben? Wie fühlst du dich in deiner Haut? Wie fühlst du dich in deinem Körper? Wie betrachtest du dich? Das sind alles so Fragen, die sind so einfach zu stellen. Und die Antworten, die brauchen ein bisschen Zeit, bis sie an die Oberfläche poppen, bis sie hochkommen, bis sie da sind, bis sie klar sind, bis sie präsent sind, weil wir haben sie so lange unterdrückt, weil wir so lange aus unserem Human Design, aus unserem eingeschränkten, beschreibenden, bewertenden Design heraus uns betrachtet haben, das Leben betrachtet haben, alles betrachtet haben. Dieses Human Design, worüber auch ein ganz tiefgründiges Formelbuch entstanden ist, sie ist voll mit Bewertungen. Es ist voll mit Bewertungen. Es ist voll mit Geschichten. Es ist ein beschriebenes Buch. Mit all den Geschichten beschrieben, die Menschheit jemals geschrieben hat. Die Mensch jemals geschrieben hat. Und für mich geht es darum, das alles loszulassen und neu zu beginnen. Ganz neu zu beginnen, ganz frisch zu beginnen. Alle Prägungen loszulassen, alle Überzeugungen loszulassen, alle Einschränkungen loszulassen und vor allem alle Bewertungen loszulassen. Und zwar Bewertungen nicht nur loslassen, sondern eben Bewertungen aus höherer Stelle anzustellen. Ein Divine Design an erster Stelle zu setzen, mein Divine Design. Und das bewertet mich als Göttin oder dich als Mann, als Gott, als absolute Perfektion der Schöpfung. Und so
darfst du dich selbst auch bewerten. In einem Universum, das dein Universum ist, und zwar voll mit unendlichen Möglichkeiten, die alle gut sind, die alle schön sind, die dich alle unterstützen, die alle für dich bereitstehen, alles steht für dich bereit. In deinem Universum, in dem Universum, wo du der Nabel bist, der Nabel der Welt, der Nabel des Universums. Ja, genau. Du bist der Nabel des Universums. Und ich weiß, es ist so schwer, da wieder reinzukommen in diese göttliche Wahrheit, aus der wir entstanden sind und in die wir irgendwann mal auch wieder hineingehen werden. Aber dafür sind wir hier. Und jeder Tag ist ein neuer Tag, um sich das wieder neu bewusst zu machen, um neue Entscheidungen aus deinem Divine Design herauszutreffen, um diese ganze Beschränkung aus deinem Human Design loszulassen und dir die Erlaubnis zu geben, mehr und mehr zu verschmelzen mit der göttlichen Idee, mit der du hierher gekommen bist. Und deswegen steh jeden Morgen auf und sag: Happy You Day. Happy New Day. Happy You Day. Es ist dein Tag. Jeder Tag ist dein Tag. Immer. Immer schon gewesen. Nur jetzt bist du dir das bewusst und erlaubst dir einfach dieses unglaublich Schöne, dieses unglaublich Liebende und Geliebte, dieses unglaublich Wertschätzende, dieses unglaublich freie Leben zu kreieren, indem du dieses unglaublich Wertgeschätzte, unglaublich Geliebte, unglaublich Freie, unglaublich wunderbare Wesen bist und genau in dieser Identität dir erlaubst, über Gottes Erdboden zu laufen. Ja, und das ist deine Reise. Ich nenne sie Divine Design Reise. Und diese Divine Design Reise kannst du noch mitgehen. Wir starten am 16.01. Wir fangen an mit der Basis, mit der Foundation. Damit du eine Basis hast über dein göttliches Sein, dass du verankert bist, wirklich in einem Wissen und in einem Gefühl und in einem Lebensstil, in einer Denkweise, die dir die Basis bildet für dein göttliches Ich, für deine Wahrheit, für deine göttliche Wahrheit. Dass dein Verstand all das versteht, wirklich versteht und alle Überzeugungen, die dem entgegenstehen, ablegt und neu denkt, neu weiß, neu fühlt. Und ohne diese Foundation gibt es auch kein Next Level, da gibt es kein zweites Level. Du kannst immer Next Level wollen, Next Level wollen, aber du brauchst eine Foundation, du brauchst einen Grund, eine Grundlage. Du musst verankert, manche nennen es geerdet sein, verankert sein, aber worin? In dir, in deinem wahren Sein. Und die Foundation führt dich gleich nach 6 Wochen in den nächsten 2-Monats-Kurs, und zwar the bigger game mastery, dass du masterst, die Dinge dir zu kreieren, zu erschaffen, zu erschöpfen in deinem Leben, die du haben möchtest, die Situationen dir zu erschaffen und zu erschöpfen, die du in deinem Leben haben möchtest. Und für die das vielleicht noch gerade ein bisschen zu groß ist, habe ich You are chosen, I am chosen, I am chosen, ich bin auserwählt, eine Masterclass. Und zwar habe ich das voll verwechselt, das Datum. Ich wollte es am Sonntag machen und der Sonntag ist der 9.1. Nach wie vor um 10 Uhr. I am chosen, I am chosen, ich bin die auserwählte Göttliche, weil ich hier bin auf diesem Erdboden. Und deswegen bin ich auserwählt auch in meiner Beziehung. Deswegen bin ich auserwählt, Beziehungen, Liebesbeziehungen zu erschaffen, zu kreieren, die dem entsprechen. Und wie ich das mache und wie das geht, das schaue ich euch an. Ich gebe euch hier schon in Bezug auf diese
Persönlichkeit, die erwählte Persönlichkeit, Tipps, Tricks, Tools. Wir werden auch kleine Übungen machen in diesen 2,5 Stunden am Sonntag. Und für alle die, die schon dabei sind in der Bigger Game Mastery mit der Foundation, die sind auch dabei. I am chosen ist ein Teil. Ich inkludiere das für dich. Also, es hat für alle was dabei. Für die, die einfach nur mal wissen wollen, wie ist es, wie geht es, wie kreiere ich meine Beziehungen, wie kreiere ich mir wirklich göttliche Beziehungen. Und sie haben keine Mittel oder glauben noch keine Mittel zu haben oder haben noch zu viel Angst, können für 2.222 Euro im Jahr 2022 am Sonntag, den 9.01. mit dabei sein in dieser Masterclass. Und alle anderen, ich sag's euch, ich lege es euch ans Herz, ihr kommt nicht drum rum, die Foundation euch zu holen, sie zu haben, holt euch das All-in-One, wirklich committet euch für 3,5 Monate, weil das ist der Weg. Und alle Frauen, die denn wirklich durchgegangen sind und sich die Foundation geholt haben, die wissen, worauf sie sich zurücksetzen können, worauf sie sich verlassen können. Und sie haben wirklich ein Standbein dort, wo es hingehört, in die Fülle, in die Leichtigkeit, in die Selbstbestimmtheit, in all das. Und das wünsche ich mir für jede einzelne Frau. Und natürlich auch für jeden einzelnen Mann. In der Bigger Game Mastery sind auf jeden Fall auch Männer. Herzlich willkommen. I am chosen, das ist direkt für Frauen. Also ihr Lieben, ich wünsche euch ein wunderbares 2022. Happy You Year. Ein wunderschönes, glückliches Dein Jahr 2022. Erschaffe die allerhöchste, größte und wunderbarste Version von dir selbst. Lass dich scheinen und erstrahlen in all deiner Schönheit und lass zu, dass sich deine Schönheit im Außen dokumentiert, in irgendwelchen Dingen, in Situationen, in Reisen, in Projekten, in Objekten, was auch immer dir Freude macht, ist für dich da. Aber zuerst musst du für dich selber da sein. Also, bis bald!